Das macht die Woche zu einer 10. Stimmt, Alter. In Erfurt wurde einer mit der Schuldfinger erschossen, Alter. Habe ich auch gelesen. Der Typ, Alter. Nach Desaster-Duell mit beiden Rufe nach Michelle Obama werden lauter. Das ist doch alles so dumm. Ja. Die wird populärer, glaube ich. Ja, aber das ist keine Politikerin. Das ist einfach nur die Frau von einem. Ja, die kann ja nur vorne stehen, wie Evita Perón. Mhm. Ist schon an, oder? Ist die ganze Zeit an. Wir haben jetzt alles aufgenommen. Aber erst nach meiner geheimen Geschichte erst reinschneiden. Na gut. Ich muss in einem Mysterium bleiben. Na gut, ja, also wir stellen erstmal den geheimen Gast vor. Ja, dabei ist. Wir haben hier Fanny Peck. ist dieses, ich kommentiere jeden Gegenstand, der im Raum rumliegt, wieder. Ja. Ja, du hast dich auch eine Tür, die geht auf und zu. Wir waren ja kürzlich bei einem gewissen Schnartin zu Hause. Ja. Und wenn man nicht so sicher ist, ob man jetzt gehen soll oder nicht, dann fängt man dann an so, oh, das ist ja hier ein Schubfach, da kann man ja auf und zu machen. Mm. Was soll denn das? Und den Stressball, den knetest du immer, ja, ah, okay, kann man die Kerze auch anmachen? Ja, und hier, geht, das Loch fickt man dann rein, ja? Hast du auf sein GF gezeigt, hast du hier und die das kannst du, ich kann nicht hoffen, die war so Zucker, die war so knuffig, das krieg ich nicht hin, fiese Gags zu machen. Das kannst du nicht, ja, aber dann... Ja, diese Reh-Verliebt-Geschichten und was du da nicht alles erzählt hast. Ja. Oh, du läufst heiß und geil aus mir raus. Ah, Tino guckt hilflos nach links und rechts. Ihr sitzt in der Mitte, damit ihr es euch vorstellen könnt. Ja, weil du so leise bist. Ja. Ja, im letzten Brennpunkt, ich glaube im Hörerwunsch, hat jemand geschrieben, schön, wie ihr euch immer gegenseitig Sachen zeigt, die Zuhörer nicht sehen können. Ja. Zufälligerweise wurde ich gestern von einer sehr guten Bekannten angesprochen auf der Straße, die den Podcast hört, was ich nicht gedacht habe. Also ich aber liebe Grüße an die Person und die meinte auch, dass wir manchmal zu oft Dinge umgehen und davon ausgehen, dass die Menschen das wissen und sehen. Ja. Und auch, dass die Gäste zu wenig vorgestellt werden. Also wer nicht mindestens so intelligent und wissensbegabt ist wie wir, der ist hier falsch einfach. Okay, also ich bin quasi das kleine Tröpfchen Nazi, das diesem Podcast manchmal fehlt. Mal diese Nazi-Keule gleich, weißt du? Gerade wenn Robin und Tinko über irgendwelche Themen, oh, du hast so unfassbar recht, ja, ich stimme dir so. Passiert immer, genau so passiert das hier. Und ich bin dann halt so die andere Stimme quasi, die Mut zur Wahrheit beweist und auch diese eben ausspricht. Ne? Sag mal eine Wahrheit jetzt. Eine Wahrheit willst du wissen? Ja. Na, zum Beispiel, dass du in irgendwelchen Gebäuden, kurz bevor du gehst, immer noch mal jeden Gegenstand kommentierst. Wow. Also das ist ja also kontrovers. Das ist ein Ding, wusste ich gar nicht. Das hat mich jetzt gewissen Mut erfordert, das zu sagen. Nee, das ist Quatsch. Warst du einmal bei mir und das nur an der Hausschwelle wegen der Katze. Ja, du musst halt mal da einen Kammerjäger reinschicken und kannst schon öfter vorbeikommen. Kriegt man die Katze anders nicht raus, oder was? Ja. Nee, die sind festgekrallt an der Wand. Werde ich nicht mehr los. Ja. Und zufälligerweise in der letzten Ausgabe gab es einen Kommentar von, wann ist mal wieder Herodi zu Gast? Ja, und zufällig... Heute hat einmal ihn zugeschaltet. Also ich möchte dieses zufällig einmal kurz aus dem Raum kehren. Ich habe den Kommentar selbstverständlich gelesen, bin sofort angereist. Und selbst geschrieben auch. Selbst geschrieben, selbst gelesen, selbst angereist. Ich habe auch selbst drunter kommentiert, dass das mal wieder toll wäre. Ja, du hast ja gesagt, die Woche wäre eine 10 von 10. Ich sehe es noch nicht. Also weißt du, wenn Tino hier schon wieder sitzt und sich alte weiße Männer anguckt. Alles passiert. Dann das ist privat, ja. Moment, ist privat. Wir haben hier einen Stopp von. Noch nicht. Es ist noch nicht Juli. Ich darf erst, wenn Juli ist, nicht mehr über die AfD reden hier im Podcast. Und das halte ich auch ein. Außer, haben wir gesagt, wenn Höcke auf offener Bühne Alice Weidel in den Nacken schießt Fickt. Oder so, ja. Dann, also wenn echt etwas geschieht, was die Woche zu einer 11 machen lässt oder zu einer 10 machen lässt, dann darf ich über die AfD reden. Schön, dass du irgendwie Genickschuss hier irgendwie mit der AfD in Verbindung bringst. Das war rein zufällig. Okay. Du dann deine Nazi-Keule wieder, weißt du? Hey, ich habe nicht Nazi gesagt, ich habe einfach aber nur... suggeriert. Na. Na. Oh, die AfD ist schlecht, du Charlie hast schon. Ja so recht. Das ist ja wirklich eine totale Nazi-Partei, ne? So. Ja. Ja. Kann man sagen. Kann man sagen. Ja, jetzt hat Herr Wunsch gerade Mut zur Wahrheit. Mut zur Wahrheit. Übrigens ein... Knut zur Wahrheit. Knut? Der Eisbär? Blut zur Wahrheit. Blut zur Wahrheit. Ist ein aber Nazi-Spruch. Blut zur Wahrheit. Sauberes Blut, bitte. Nachher mache ich es wie Björn Höcke und sage aus Versehen Nazi-Spruch und kriegt dafür Ärger. Konnte ich ja nicht wissen als Geschichtslehrer, dass es Nazis gab und die hatten irgendwelche Sprüche, das wusste ich ja nicht.
Ach, Björn Höcke wusste gar nicht, dass es Nazis gab. Nee. Also, so der hat gedacht, der hat die erfunden. Ah! Er dachte, es ist eine Erfindung der linksgrünen Medien, diese Nazis. Die gab es eigentlich gar nicht. Die waren eigentlich links, die Gruppe damals um Hitler. Da war ja Kommunist und so und er wusste nicht, dass die rechtsradikal sind. Ja, weil es steckt ja auch sozial in den Nationalsozialisten. Ja. Sozial. Ja. Das, was ich gesagt habe, nochmal. Sozialisten. Sozialisten. So! Sozialisten. Und Arbeiterpartei. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Schön, dass ihr da seid. Wir werden die vergangene Woche für euch Revue passieren lassen, was da so passiert ist, während Herr Rodes euch irgendwie ein Brötchen wieder in die Ohren schmatzt. Das ist auch witzig, wenn die Person auch gestern zu mir sagte, dass wir weniger essen sollen im Podcast. Ja, da haben jetzt beide Lager ihren Wunsch bekommen. Mehr Herr Rodes und weniger Essen. Das stimmt, wir müssen ja wieder auf null rauskommen. Ja? Wir können Wünsche erfüllen, müssen aber auch wieder was wegnehmen von euch. Ja. So privilegienartig, ne? Brennpunkt give us, Brennpunkt take us. Und dann auch noch diese Tüte dazu. Die schön raschelt, es ist nicht so, dass du einfach nur ein Brötchen isst. Du isst das Brötchen wie so ein US-amerikanischer Obdachloser, der sich einen Wodka kippt, mit so einer Tüte drumherum, die dann raschelt. Als würde es keiner merken, was drin ist. Ja. Wir sagen auf jeden Fall, was die letzte Woche passiert ist. Da gab es einiges von großen US-amerikanischen politischen Themen, die vielleicht auch die ganze Welt betreffen wird, früher oder später, zu kleinen Influencer-Fauxpas bis hin zu, und ja, es geht mal wieder um Minderjährige, da freuen wir uns doch. Das wusste ich gar nicht. Ja, weil du nicht im Twitch-Game drin bist. Bitte mal einsteigen mit einem leichten Thema. Ja! Um mal reinzukommen. Und so habe ich jetzt gelesen bei MDR Thüringen, dass die Kugel Eis in Thüringen mega teuer ist. Und vor allem in Weimar. Also in der Kleinstadt in Uda kostet eine Kugel 80 Cent. Ja, da geht ja auch keiner hin. Was ist denn Uda? Weiß ich auch nicht. Ja, wo liegt in Thema, irgendwo in Thüringen. Hm. Thema hat 1,60, was der Bundesdurchschnitt, der Thüringendurchschnitt ist 1,60 und Weimar hat 2,50. Ja, wir haben ja auch hier die Touristen, die ausgebeutet werden wollen. Hm, ja, das stimmt. Ja. So, und das verstehe ich nicht ganz, das ist der Durchschnitt, ne? Genau. Weil wenn Venezia nur in ganz großen Gänsefüßchen 1,80 hat, wo kommen dann diese 2,50 her? Wer verkauft denn hier Eis für 4 Euro? Gibt safe auch irgendwelche besonderen Eissorten. Biber-Eis oder sowas. Daran liegt's. Der treibt Biber-Eis macht den Schnitt hoch, der sagt. Kann sein, weiß ich nicht, das ist eine Vermutung. Bio-Eis vielleicht, ne? Aber jedenfalls, Eis war teuer, liebe Leute. Als ich noch ein Kind war, hatten wir den Eis-Carlo bei uns im Ortsteil. Mhm. Und da kam einmal die Woche vorbei mit so einer Klingel. Und da kamen die an, alle Kinder kamen angerannt, hatten eine Mark in der Hand, haben davon zwei Kugeln Eis bekommen. Wurden dann in den Van gezogen und vergewaltigt. Nee, war so geil, Dorfromantik. Nee, es war der Pedro-Carlo, der kam nur so. Einmal im Monat. Und Biber-Eis? Das wäre auch ganz nice damals, der hat sich mir auch vorgestellt mit seiner Eisidee und ich dachte, das wird ja niemals was. Der verkauft einfach Eis in teuer und quatscht die Leute zu mit natürlichen Zutaten. Aber ich lag falsch, er ist jetzt der einzige Unternehmer in Weimar, glaube ich, überhaupt jemals, der es zu was gemacht hat. Ach so. Ah. Ja, aber ich habe bei dem noch nie gegessen. Was kostet so eine Kugel? Der sind diese kleinen Becherchen da. Ich glaube, es ist halt auch wirklich 4 Euro für. Ja, kostet schon viel, aber ist sehr lecker, muss man sagen. Hat auch viele vegane Sorten. Oh, weißt du, hat hier nur direkt auf die Corporate-Propaganda reingefallen. Es ist ja ein kleines Unternehmen. Es ist ja jetzt nicht wie weiß, Eis.de oder das so. Das ist ja das Allerschlimmste. Das sind diese Brotklappe-Leute, die dann so dieses Szene-Ding. Ja, komm, setz dich doch hier bitte an die stark befahrene Straße und iss ein Brot für 30 Euro. Jetzt könnt ihr 10 Jahre zurück in den Badumkast gehen und bitte feststellen, dass er hier gerade mit Argumenten mobst, ne? Es wiederholt sich. Nicht nur die Geschichte, auch ja, aber also das mit der Hauptstraße fand ich schon immer dumm. Bei der Brotklappe. Schon okay. Haben wir auch gemacht gestern. Wir waren auch gestern frühstücken bei der Brotklappe an der Trierauer Straße. Und es ist schon ziemlich laut. 10 auf ein Brötchen bezahlt. Ja. Nicht ganz. Es sind 99. Ja. Ja. Ich hatte irgendwie ein Mohngebäck und was hatte ich noch? Weißt du, durch deine Toleranz kommen wir zu solchen Zahlen, wie du hier gerade vorgelesen hast. Der Markt regelt das. Nee, du musst direkt das verbale Molotow-Cocktail in den Laden geworfen werden. Nee, verbal, bitte. Lebensmittel müssen... Brennen. Eis brennen. Nee, aber. Scheiß Assis hier. Eure Mitarbeiter reden nicht gut und es ist viel zu warm und im Sommer verrecken die da drin. Ja, aber Lebensmittel müssen ja nicht unbedingt billig sein. Also, ich finde es auch okay, wenn gerade tierische Produkte ein bisschen teurer sind, wie Fleisch zum Beispiel. Aber ganz rot. Also, nur ganz kurz, um das mal festzulegen, und wir kommen gleich zur vergangenen Woche. Aber würdest du bestreiten, dass bei dieser Art von Laden eine gewisse Szenesteuer obendrauf kommt? Weißt du, so dieses.
Wir sind die Alternativen und wir gehen hier hin und dafür bezahlst du halt mal ein bisschen mehr. Weil ich kenne jetzt ihren Geschäftsbericht nicht, ne? Aber ich weiß halt, dass sie auch viel Miete zahlen. Ich weiß, dass sie biologische und ökologische Dinge einkaufen. Das ist halt schon sehr teuer im Einkauf. Das ist schon nicht ohne. Also klar kann ein Bäcker von Lidl irgendwie ein Pultchen für 30 Cent verkaufen, aber die Brotlappe, wenn die halt nur lokale Sachen einkauft, die ein bisschen teurer sind und auf Bio-Zertifikate und Fairtrade achtet, wird es halt teurer. Oder das ist halt so eine ungewisse Dingsens, so eine Grauzone, ja. Mhm. Du weißt ja nicht genau, was die zahlen. Und dadurch können die ja sagen, oh, wir haben so viel, also puh, was wir alles ausgeben. Das können die immer sagen, auch der Döner wird ja immer teurer, ne? Auch ja. Der Dönerpreis ist auch von 3,50, habe ich meinen ersten gegessen. Da musst du mal jetzt mit deinem Portemonnaie 6 Euro, voten. Und den nicht holen. Und nicht holen, nee, ist auch keine Lösung. Doch. Alle leiden, pleite gehen und dann basteln. Ob das die einzige Verantwortung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, du musst mal anders ansetzen. Doch, das ist meine Form des Protests. Ich gehe deswegen nicht. Okay, nur deswegen. Essen. Okay, verstehe. Ich will, dass alle Läden pleite gehen. Ja, oder Leute, verdient einfach mehr Geld. Ja. Wer auch pleite geht, um mal Jeremy Fragrance zu zitieren. Wer auch pleite gehen wird, ist nicht die T-Shirt-Verkaufende von Free Assange-T-Shirts. Mhm. Denn er ist jetzt endlich frei. Julian Assange, der hat jetzt einen Deal mit den USA gemacht. Der Deal ist so geil. Der Deal, naja, ist mittelmäßig, ne? Er ist ja WikiLeaks-Gründer und hat vor, wann war das? 2010, glaube ich, hat es angefangen. Hat der Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt, hat halt Dokumente geleakt auf wikileaks.com. Oder weiß nicht, wie die Adresse war. Und kam dafür. .gg. Kann auch sein, oder Punkt irgendwas. .at. Und wurde seitdem als wie kann man das sagen, Verräter, als Staatsverräter gesucht in den USA, ist dann getürmt. Quasi und ist jetzt nach 14 Jahren endlich freigekommen. Hat einen Deal gemacht, dass er sich schuldig spricht. Das heißt, er musste zugeben, dass er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat und darf dafür jetzt als freier Mann herumlaufen. Das ist aber gefärbt, ne? Der hat schon Spionage eingestanden. Mhm. Ja, das auch, das stimmt. Das aber ich frag mich, was genau für die USA jetzt rausgesprungen ist. Ich habe das ja bereits erklärt. Ja, und ich habe dir erklärt, dass es Blödsinn ist. Naja, aber also, nee. Weil durch dieses Schuld eingestanden, hätte er auch sagen können, nee, Aber durch dieses Weißt Schulden- du, wer noch sagen kann? Hier, ICQ sagt auch immer, okay. Ja, witzig. Ist jetzt tot, endlich. Durch sein Eingeständnis haben sozusagen die Vereinigten Staaten ihr Gesicht gewahrt. Ja, ja, wir hatten recht, das ist ein Böser. Ja. Aber gleichzeitig hat er ja seine Strafe quasi schon versessen. Ja. Win-win. Guck deswegen mich an, guck das Mikrofon an. Ich habe das schon verstanden. Also, habt ihr das jetzt auch verstanden? Ne? Aber es ist ja doch wirklich so dieses... Wow, wir haben ihn. Aber, hä? Also, ja, aber wenn, welches Gesicht gewahrt? Das ist wirklich so... Es ist ja auch eine sehr spaltende Sache. Also in Amerika ist es auch nochmal ein bisschen kontroverser. Da wird er eher kontroverser gesehen. Da ist auch dieses Vergewaltigungsding noch ganz groß, wo es bis heute nicht wirklich Beweise für gibt. Also ihm wurde quasi vorgeworfen, als er in London war, wurde ihm vorgeworfen, dass er Frauen vergewaltigt haben soll. Was aber auch so ein bisschen... so gesehen wurde von vielen kritischen Stimmen, dass es halt nur dazu da war, um ihn irgendwie noch einen Grund zu haben, um ihn festzuhalten. Genau. Also ob das so stimmt, weiß man nicht, ist nicht raus. Man geht davon aus, dass es nicht stimmt. Ja, viele, nicht alle, aber viele. Naja, und in Amerika geht man halt weniger davon aus. Das ist mein Punkt so, genau. Das ist eine kontroverse Person. Und hätte man da jetzt zum Beispiel den entweder ins Gulag gesteckt oder so, wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen, weil, wie gesagt, spaltendes Thema. Mhm. Und so denke ich, dass sie halt trotzdem ihr Gesicht gewahrt haben, aber er nicht glimpflich davon gekommen ist, weil ja gesagt wird, guck mal, was da jetzt hier schon alles am Straßen hat. Die USA wollte den ja haben und die haben ihn nicht bekommen. Also... Mhm. Ja. Also geil. Ich meine, für mich war der Deal so, also nüchtern betrachtet, ja, du kommst jetzt frei. Ja, aber... So ist die Quintessenz. Ja. Ne? Ja. Wie gesagt, der hat ja trotzdem die letzten Jahre nicht so gut gelebt. Ja, aber das war den Amis bis vor kurzem noch scheißegal, die wollten ihn haben. Das musst du dir mal vorstellen, dass er ja in dieser Botschaft in Ecuador in London festsaß. Also wenn ich da richtig lese, waren das von 12 bis 19. Also das sind laut... Adam Riesen 7 Jahre war der an dieser Botschaft verbracht. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, 8 Jahre, 7, 8 Jahre. Irgendwie sowas, genau. hä? Nee, also ist egal, jedenfalls 7, 8 Jahre hat er da drin gesessen. Mathe ist für mich ein Für die Zuhörer, ich habe gerade Finger benutzt. Um zu zählen. Und die Anfangs- und die Endzahl mit reingezählt oder so, oder? Ja. Ja, ja. Es waren jeweils 7 bis 8 Jahre, die er da verbracht hat. Einfach nur in diesem kleinen Raum. Ich meine, die
Botschaft in Ecuador ist auch nicht riesengroß, ne? Da hat er 7 Jahre einfach verbracht, durfte nicht rausgehen aus Angst, er wird halt verhaftet von der Londoner Polizei, weil er ausgeliefert werden sollte. Und wurde aber irgendwann, das war 2019, wurde ihm dann das Asyl quasi entzogen von Ecuador und er wurde sozusagen rausgezerrt und ins Gefängnis gesperrt, wo ihm dann die Auslieferung in die USA drohte, wo man nicht wusste, was mit ihm passieren wird. Ob sie ihm die Todesstrafe aufhetzen oder lebenslänglich, war nicht ganz klar. Oder ob sie ihn einfach gesichtswahrend freilassen. Ja eben, genau, der ist ja dumm. Warum hat er nicht vor 15 Jahren schon gesagt, ich mach Spionage und ist offen damit umgegangen? Weiß nicht, hat ein bisschen Zeit gebraucht auch, glaube ich. Musste erst gären. Aber hier haben wir die Überschrift 14 Jahre später, Free Assange. Also ich würde fast schon sagen, Punkt für Demokratie, beziehungsweise Punkt für Menschen, die auf die Straße gehen. Mhm. Es kann doch etwas bringen und es hat vielleicht auch etwas gebracht. Und ohne, T-Shirts, ja, aber das meine ich halt, ohne das wäre es vielleicht nicht so gekommen. Das ist ja jetzt nochmal Real Talk, das meine ich ja mit diesem Gesicht gewahrt, weil es ist ja trotzdem 14 Jahre, weißt du? Es ist ja nicht so, als hätte der was gemacht und wäre glimpflich davongekommen. Mhm. So. Er war ja in Haft, ne, letztendlich. Ja, und ja, wie dem auch sei, schön, schön. Gucken wir mal, was wird da als nächstes geleakt? Nacktfotos von Merkel hatten wir besprochen. Wahrscheinlich, ja. Würde ich ihm zutrauen. Von wem müssen wir als nächstes freen? Ich war ja auch enttäuscht, als Free, wer war das? Pussy Riot in Russland, das war eine Punkband, die wurden auch damals verhaftet in Moskau. Und da habe ich mir ein T-Shirt bestellt mit Free Pussy Riot und an dem Tag, als das T-Shirt kam, wurden die freigelassen. Ja, dann kannst du das Riot geärgert. Einfach durchstreichen. Den Free meinst du? Nee, Free Pussy. Ach so, ah ja. Und jetzt auch die Free Assange T-Shirts und Aufkleber werden jetzt auf jeden Fall weniger zu sehen sein. Ja, ja und die machen halt das Ange weg. Free Ass. Ah, stimmt. Das ist doch hier in der Grindr-Szene bestimmt ein witziger Gag dann. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist alles gut, ja, gut geschenkt. Deswegen ein Verlust für die Wirtschaft, aber schön für die Demokratie. Ja. Schön für die Demokratie ist es in Amerika natürlich nicht. Wir können diesen Elefanten im Raum nicht ignorieren. Da gibt es einiges, worüber ich sprechen wollen würde. Der geneigte Zuhörer, ich weiß nicht, wie invested er ist, aber da gibt es ja doch eine große Debatte. Ein Debattendebakel. Alles losgetreten von einer Debatte. Ja. Was war da denn los? Wir haben zwei alte verwirrte Männer. Einer ist nicht ganz so verwirrt. Ja, der eine wirkt etwas dementer und kränklicher, der andere deranger und verlogener. Und die lang angekündigte Debatte zwischen Biden und Trump ist passiert. Im Vorfeld hieß es tatsächlich noch von vielen Leuten, ja, der Trump wird wieder in letzter Sekunde sagen, er kann doch nicht, weil er... Ups. Crazy fucking Videos spielen hier ab. Weil er auch Nikki Haley zum Beispiel nicht debattiert hat in der Vergangenheit. Aber es kam natürlich so, wie andere erwartet haben, dass Biden eben nicht auf Aufputschmitteln war, sondern eher kränklich gewirkt hat. Also vielleicht war er wirklich erkältet. Er hat dann einen Tag später nochmal sich öffentlich gezeigt und da hat er eigentlich wieder weitestgehend fit gewirkt. Aber an diesem Abend, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ja, ich konnte es auch nicht angucken. Ich habe reingeschalten, so in die Highlights, und habe dann nach einer Minute weggemacht, weil es war unangenehm. Er hatte halt eine sehr kratzige Stimme und war richtig ruhig. Sehr langsam. Ja. Dann hat er echt oft so Momente gehabt, wo er nichts gesagt hat, 3 Sekunden nach unten geguckt hat, so aktiv überlegt. Dann ist er mit Themen hin und her gesprungen. Ja. Ein Beispiel, was Jon Stewart in seinem Beitrag gemacht hat, was Herodes hier geguckt hat, deswegen ist er jetzt auch eine gewisse Expertise in diesem Gebiet. Da geht es um Abortion, also Abtreibung, was ja eigentlich das große Gewinnthema ist gegen Trump, weil ich glaube 70% der Amerikaner sind gegen Abtreibungsverbot. So ist ein ganz klarer Pluspunkt. Und Biden driftet plötzlich ab zu Immigration, ja, was eigentlich so Trumps großes Thema ist. Du sagst das so ein bisschen, als würde er das Thema aufgreifen und dann in das andere Thema rüberwechseln, aber es ist ja nicht so. Er ist ja wirklich so, Migration, Corona, Vaccines, sorry. Health System, es gibt ja gar keinen Sinn, was er da redet. Ja, also ich würde sagen, wenn jetzt die Wahl irgendwie 1-2 Wochen weg wäre, es ist der Sargnagel gewesen, so ist es halt noch 4 Monate hin und das Internet ist schnelllebig und ne, der nächste Skandal kann kommen, dann ist es vielleicht schon wieder weitestgehend vergessen. Dennoch, es ist bemerkenswert, dass die ganzen Sender, auch die hart pro-demokratischen MSNBC zum Beispiel, davon reden, dass es ein absoluter Fail war. Und das ist eigentlich, also das ist, muss man sagen, das ist eigentlich der demokratische Propagandasender sozusagen. Und wenn selbst der sagt, das war schlecht, dann ist es gar nicht ausgeschlossen, dass vielleicht Biden doch
nochmal zurückgenommen wird und jemand anderes eingesetzt wird. Oh, das wäre heftig, ey. Das wäre so heftig. Aber er hat schon gesagt, er will nicht zurücktreten. Ja. Es bleibt weiterhin spannend. Und es bleibt natürlich trotzdem weiterhin die bessere Wahl, weil ein Trump umringt sich natürlich mit Leuten, die ihm die Poperze küssen und sagen, du machst alles richtig, Homie. Hm. Und Biden hat halt ein sehr kompetentes Team um sich herum von Experten. Also man wählt ja die Administration und nicht nur einen Führer, zum Glück. Ganz, ganz tolle Sache war das. Und er selbst hat, also Biden hat nach dem Duell gesagt, ich weiß, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen. Ich weiß, ich laufe nicht mehr so leicht wie früher. Ich spreche nicht mehr so geschmeidig wie früher. Aber ich weiß, wie man die Wahrheit sagt. Das fand ich irgendwie, auch hat er auch recht, ne? Ist, stimmt irgendwie. Aber ich habe halt nicht viel verstanden von dem, was er erzählt hat. Also er kann die Wahrheit erzählen, aber man hört es halt nicht. Und auch Obama hat darauf reagiert, auf die Debatte, wo er dann sagte, ja, schlechte Debatten können passieren, vertraut mir, ich kenne das. Trotzdem ist immer noch die Wahl zwischen jemandem, der sich halt um das amerikanische Volk kümmert und jemandem, der verrückt ist, ne, der so Right-Wing-Partei macht. Deswegen trotzdem Joe Biden wählen. Und dann hat jemand drunter kommentiert in Obamas Beitrag, ein Good Politic Guy, heißt er auf glaube ich, X, wird das sein, Twitter. Keeping Biden on the ticket is going to get us a second Trump term. Also wenn ihr Biden quasi behaltet, wird es einen zweiten Run für Term mit Run übersetzt, eine zweite Amtszeit für Trump geben. Und das befürchte ich fast auch. Aber ich wüsste nicht, wer jetzt irgendwie ein bessere Ersatz ist. Das habe ich ja, Herr Rodes, gestern schon nahegelegt, dass es Umfragen gibt, wo Biden gegen Trump antreten. Also fiktiv natürlich, ja, Umfragen. Und da sind sie ungefähr 50-50, eher ein bisschen pro Trump. Und wenn aber ein generischer Demokrat gegen Trump antritt, dann sind es eindeutige Mehrheiten, die halt irgendeinen anderen Demokraten wollen. Naja, das ist halt aber auch so schwierig, weil irgendeiner wird es ja nicht werden am Ende. Ne? Also wenn du Kamala Harris nimmst oder so, das sind dann ja Menschen, die haben ja auch wieder eigene Umfragewerte. Das heißt, du musst erstmal diesen generischen Demokraten finden, der diese Werte bekommt. Ja, das ist natürlich richtig. Kamala Harris ist auch Hillary 2.0, die ist nicht so beliebt und hat auch nicht die beste Vergangenheit mit schwarze Jugendliche für Marihuana in den Knast schicken und so. Ganz schwierig. Die wird auch nicht unbedingt positiv für das Ticket, sagt man, also für die Kandidatur sein. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was der Move ist, ganz ehrlich, weil Biden ist eigentlich objektiv jetzt nicht so schlecht, ja. Also von dem, was seine Legislaturperiode jetzt gebracht hat. Also in den USA betrachtet, so von seinen politischen Werten, ist er noch jemand, den man sich eher einlassen kann, ne? Er ist natürlich, also in Deutschland wäre er jetzt kein Linker oder so, ne? Also er wäre maximal. Darum geht's ja auch gar nicht. Ne, aber ich sag schon, weil viele immer glauben. Das ist der progressivste amerikanische Präsident seit 50 Jahren. Das ist halt bitter zu sagen, aber es ist halt so. Genau. Und ich will es gar nicht so ausführlich lang machen, weil mal gucken, was sich die nächsten Tage noch entwickelt. Ich habe nämlich noch ein, zwei Sachen Amerika betreffend. Und da müssen wir durch, bevor wir dann zu den lustigen Influencer-Themen und so reinschwappen können. Und zwar hat der Supreme Court sich die letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert, aus seiner Sicht natürlich schon. Das sind, wie wir alle wissen, diese 9 Leute, die auf Lebenszeit gewählt werden und die immer mehr Macht bekommen. Die haben jetzt zum Beispiel bestimmt, dass Städte für sich entscheiden dürfen, ob auf der Straße schlafen legal ist. Also da wird halt einfach obdachlos sein illegal gemacht, wenn die Städte das wollen. Was machen die dann? Die laufen dann die ganze Nacht rum. Es gibt ja in Amerika dieses Loitering. Also wenn du irgendwo verweilst, ohne etwas Bestimmtes zu tun, ist das auch verboten. Ja, wild. Das ist einfach nur, also wenn du irgendwo bist, ohne Geld auszugeben, basically. Oder irgendwo, ja doch, eigentlich ist es das. So, und das ist der nächste richtig tolle Schritt dahin. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen, was natürlich auch sehr kritisch ist bei der Debatte. Wurde Trump nicht gefact-checkt? Das ist auch eine große Kritik. Weil er hat einfach immer nur Dinge behauptet und keiner hat Retort gegeben. So, und dann das allergrößte Thema. Habe ich mich gefragt, weil es gibt auch in vielen deutschen Talkshows immer eine Redaktion dahinter, die ab und zu so Faktenchecks macht. Und warum macht man das denn nicht auch bei solchen Debatten? Das ist auch das Einfachste eigentlich, um so Fake News entgegenzutreten. Weil das so ist, CNN wurde auch vor, ich glaube, einem Jahr aufgekauft von irgendeinem rechtslehnenden Milliardär, und das kann auch sein, dass das da eine Rolle spielt, weil die waren ja vorher auch eher so 100% pro-demokratisch, und das ist hart geschiftet. CNN hat das veranstaltet, dieses Ganze. Aber ganz kurz nochmal runtergebrochen: Der Supreme Court, 9 große Leute, hat bestimmt letzte Woche
dass Politiker offiziell quasi Bribes annehmen dürfen, also Bestechung. Mhm. Natürlich wird das so nicht genannt, aber wenn man von irgendwem was bekommt und dafür einen Gegenwert oder einen Dank, so, dann ist das nichts Schlimmes, haben die beschlossen. Und jetzt, das ist ein bisschen komplizierter, haben sie ein Urteil von 1984, witzigerweise, gutes Buch hier referenziert, rückgängig gemacht. Und zwar ging es darum, das war der Chevron versus Natural Resources Defense Council. Das ist so ein, ne, die Cases heißen dann immer so. Und der hat ausgesagt, dass die Gewaltenteilung ist ja sehr wichtig und dass die Exekutivbehörden eine gewisse Autorität haben, die man nicht hinterfragt. Mhm. So, dass die halt, wenn die Gesetze machen und Gesetze umsetzen, dass die halt eine Expertise haben. Und die haben das jetzt gekippt und haben quasi gesagt, dass die letzte Entscheidung beim Supreme Court liegt. Das heißt, bei jedem Gesetz können die dann letztendlich sagen, Moment, ja, und das untergräbt quasi die Autorität von diesen anderen Dingen. Also die Gewaltenteilung ist dadurch komplett ins Wanken gekommen. Cool. Und das ist so, das klingt jetzt vielleicht sehr trocken, aber das ist so das Beschissenste, was da gerade passiert ist. Also es ist schlimmer als diese Trump-Biden. Ja, aber wenn dann auch noch Trump oben drauf kommt, ne, und in der Zeit stirbt noch irgendwie jemand Wichtiges weg, der vom Supreme Court, der vielleicht demokratisch irgendwie eher ist, ne, dann wird es ganz schwierig in den USA, ja. I guess. Die bereiten das ja auch vor, das habe ich bis jetzt auch noch nicht angesprochen, aber es ist auch alles sehr trocken. Es gibt dieses Project 2025, was offener Plan ist von den Republikanern, basically Faschismus zu etablieren. Also das ist, das sagen die natürlich nicht so, aber dieses Project 25, die Pläne, die die da haben, sind offen. Und da steht halt auch drin, dass alle, die irgendwie demokratisch sein könnten, aus der Regierung entfernt werden. Mhm. Und quasi nur noch Ja-Sager um Trump sind und solche Geschichten. Aber wie konnte das passieren? Weil die USA war nochmal so ein Beispiel von irgendwie eine Demokratie. Ja klar, die haben ein komisches System, da läuft auch nicht alles richtig. Also die haben nochmal so großen Wert auf Freiheit gelegt und auf freie Meinungsäußerungen und auf irgendwie Meinungen akzeptieren. Das ist so völlig gekippt. Und ich glaube nicht, dass Trump die Ursache war. Er ist eher ein Symptom. Ich frage mich, was passiert ist in der Zeit, ne? Dass es so krass kippen konnte, dass die USA irgendwie drohen, in den Faschismus abzugleiten. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich sage, der Culture War hat da eine richtig große Rolle drin gespielt, dass die einen sagen, man kennt's ja, also vor 10 Jahren diese schreienden rothaarigen Frauen, respect my authority, ach so, und the patriarchy. Also, das ist ja nicht für alle cool. Tatsächlich habe ich einen Podcast mal wieder gehört von Lanz und Brecht, deine besten Freunde. Oh ja, Was Brecht da aber gesagt hat, finde ich eigentlich auch interessant, dass da keiner so drüber nachdenkt, aber dass unter dem allen liegt, dass Europa, wird ja auch immer rechter, und Amerika spüren, dass da eine gewisse Bedeutungslosigkeit oder Bedeutungsabnahme passiert im Vergleich zum Osten, also zu China zum Beispiel, selbst Indien. Und dass das quasi dem zugrunde liegt, finde ich eigentlich ein interessanter Gedanke. Wir gewinnen ja dadurch nicht an Bedeutung. Also es wird eher das Gegenteil passieren. Nee, aber dass man dann quasi, wenn man sich im Beispiel von Europa jetzt irgendwie dem Faschismus öffnet, dass man da wieder eine gewisse Sicherheit bekommt dadurch, weißt du, so eine gewisse irgendwie starke Zugehörigkeit oder was auch immer. Also als europäische Einheit sieht man sich ja hier eh nicht so sehr, dass man sagt, wir sind Europäer. Ja. So, und wenn man dann aber sagt, ey, wir sind jetzt Deutsche, so, dann hat man dieses Gefühl. Es war ein Versuch, ne, das irgendwie hinzubekommen, dass man so ein europäisches Gefühl eben aufrechterhält durch die EU und so weiter, und dass auch die viele junge Parteien wie Volt und so, die sind ja auch sehr pro-europäisch, die nehmen ja auch irgendwie zu, also Volt hat ja auch ziemlich gewonnen, aber irgendwie bricht das alles so in sich zusammen und die Staaten machen wieder mehr so ihr eigenes Ding. Und mir hat eine Kollegin mal vor einem Jahr irgendwie erzählt, so mit Blick auf die Wahlen in Thüringen und so weiter, dass sie das Gefühl hat, dass die Menschheit immer zwei Schritte nach vorn macht, danach wieder einen zurück machen muss. Dass wir gerade wo in so einer Phase sind, wir machen einen Schritt zurück, ehe wir wieder progressiver werden können. So war es wohl in der Menschheitsgeschichte schon immer. Ja, das ist aber auch gerade eher. Also das heißt, der lange Arm der Geschichte, der Arm der Geschichte ist lang, aber er dehnt sich Richtung Gerechtigkeit. So, das ist das deutsch übersetzte Sprichwort, was es da gibt. Advance towards justice und so weiter. Aber das muss man an dieser Stelle auch ein bisschen hinterfragen, finde ich. Weil, fühlt sich gerade nicht so an. Nicht so richtig. Also es ist ja schon fast alles rückläufig gerade ein bisschen, oder? Ja, die Angst ist ja auch real. Ich meine,
so, wenn ich jetzt mal bei uns drei betrachte, wir sind vielleicht nicht so die wahnsinnig Betroffensten davon, aber Menschen, die halt eingewandert sind, die offensichtlich queer sind oder so, die trans sind. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die halt das betreffen würde, wenn die AfD-Politik halt zuschlägt. Und da ist die Angst schon real geworden. Also ich kenne viele Kreise, in denen es jetzt heißt, ich mache mir zum ersten Mal wirklich Gedanken, wohin ich gehen kann, wenn hier die AfD regiert. Und wenn es sich echt bewahrheitet, dass sie so schlimm regieren, wie man es erwartet. Klar kann es auch sein, dass die AfD sich irgendwie rausstellt, irgendwie als weniger gefährlich, als sie denkt. Aber es gibt ja, wenn man sich die Anstalten anguckt, die machen ja eine sehr gute Aufklärung politisch, die zeigen ja auch auf, irgendwie, wie einfach eine rechtsextreme Partei die Demokratie heutzutage aushebeln können. Die ist nicht so sicher, wie wir das glauben. Und ich kenne jüdische Menschen, muslimische, queere Leute, die sagen, ey, ich überlege ernsthaft, wo kann ich noch hingehen, wenn hier die Rechten regieren, weil es ja überall gerade passiert, dass die Rechten da sind. Das ist eine reale Angst. Ja, überall vielleicht nicht, aber ja. Das nach Hessen. Nach Hessen. Ah, oder nach Essen, wo jetzt das die AfD am Bundesparteitag hat. Das ist so schön. Aber ja, gute Überleitung. Oh! wieso ja, Hessen? Das wird mir ja auch viel zu ernst. Jetzt lass uns mal alle Hessen, das angrenzende Bundesland ist, das nicht komplett blau ist auf der Karte, hätte ich gesagt. Ach so. Es geht, glaube ich, mehr so um Staaten, also wirklich aus Deutschland raus. Ich glaube, wenn die AfD hier regiert, so auch bundesweit und so. Aber da müssen wir jetzt mal realistisch sein. Das macht halt, also das sagen viele. Und keine 5%, das ist natürlich aus dem Arsch gegriffen, diese Zahl, macht das letztendlich. Weißt du, wie viele Leute damals gesagt haben, Celebrities, wenn Trump gewählt wird, dann verlasse ich das Land? Hat keiner gemacht. Mhm. Wobei, gab es nicht den einen von der Bloodhound-Gang, der irgendwie gesagt hat... Ja, okay, gut, es gibt den einen da. Nee, aber ich meine, wow. Ist er nicht auch gegangen deswegen? Also ich weiß nicht, ob... Nein, der wohnt einfach in Berlin, weil man da gut feiern kann, wenn du den jetzt meinst. Ich dachte, hat man irgendwie sowas gesagt, wie, okay, das wäre in den USA, wenn Trump abgewählt ist oder sowas in der Art. Ist auch egal. Jedenfalls, die AfD macht gerade in Essen ihren Bundesparteitag, den haben wir ja schon besprochen hier im Brennpunkt, dass die Essener Halle, ich weiß gar nicht gerade, wie sie heißt, Gurk irgendwas Halle, die hatten einen Mietvertrag gemacht mit der AfD, wurde also schon geschlossen und dann hat... Die soll lieber Mietvertrag machen. 420, wake and bake. Sorry, so good every day. Das war mir zu ernst jetzt die letzten 15 Minuten. Das ist voll okay. Und dann wollte aber die Stadt Essen eine Zusatzklausel in den Vertrag einschreiben, nämlich dass auf dem AfD-Parteitag nichts Verfassungsfeindliches oder Strafbares geredet werden darf, sonst droht eine Strafe von, weiß nicht, wie viel, das war 500.000 Euro oder so. Und das wollte die AfD nicht unterschreiben, weil sie ganz genau wissen, das können wir nicht einhalten, das wird passieren. Und dann hat die AfD geklagt gegen diese Mietkündigung und die AfD hat Recht bekommen. Obwohl wir in der Diktatur sind, die gegen die AfD ist, trotzdem hat die AfD gewonnen und dürfen jetzt den Parteitag machen. Und ganz viele Linke oder Anti-AfD-Gruppierungen haben zu Protesten aufgerufen. Und seit Freitag laufen die Proteste und auch der Parteitag läuft. Mit Verzögerung, aber er läuft. Und es müssen wohl, also konservative Zahlen reden von 60.000 Leuten, manche reden von bis zu 80.000 Leuten sind gerade vor Ort. Also mehr als die AfD überhaupt bundesweit Mitglieder hat. Sind da gerade in Essen und protestieren und machen es der AfD schwer, da irgendwie zu sitzen. Hören die das da drin, ja? Naja, nee, es ist so, dass die ja... machen ja einfach die Schallschutztür zu und ist denen scheißegal. Nee, also es fängt ja damit an, dass diese Halle dort hat Bright Flags aufgehangen an dem Veranstaltungsort. Dann halt die Ruhrbahn, die Haltestelle zu der Halle quasi in Hashtag Vielfalt umbenannt. Damit fängt es ja an. Und mit friedlichen Demos, aber es gibt eben auch Einkesselungen. Also da, wo die PolitikerInnen von der AfD schlafen, versammeln sich Leute, um die AfD zu blockieren, haben Bäckereien blockiert, wo irgendwelche Leute wie Frohmeier von der AfD sich ein Brötchen holen wollte oder so, dass er nicht rauskommt. Ich hab schon wieder... Und, ja? Nee, es ist immer, wenn ich so einen Gedanken im Kopf habe, Alter. Also für mich war das gerade interessant, dass du die Politiker gegendert hast, ja, die vehement gegen das Gendern sind. Das ist egal. Dran hängen geblieben. Also ich bin auch dafür, man misgendert nicht mal seine GegnerInnen. Also auch die größten Faschos werden gegendert und werden nicht gedetnamed. Ja, weil die dann getriggert von sind. Nee, aber weil man es einfach konsequent machen will. Aber ich muss sagen, manchmal tendiere ich dazu, auch so negative Wörter nicht zu gendern. Wie Täter manchmal, aber es ist auch wurscht. Aber du hast doch den Landolf gedetnamed. Das stimmt leider, ja. Ja, das ist. Ich konnte eh durcheinander mit Bernd, Björn, Landolf, keine Ahnung. Komisch, Adolf, weiß ich nicht. Warte mal, hatte nicht Alice Weidel auch irgendwie einen Künstlernamen in irgendeinem Buch? Sieh nochmal, weißt du das?
Nicht schlimm. Pissfresse. Ich google es mal nach. Pissfresse, stimmt. Nazi-Schlampe war es, glaube ich. Ach du Scheiße. Jetzt wird es unwitzig. Ja doch, das ist nicht von Extra 3, da wurde sie doch so bezeichnet von Christian Ehring als Nazi-Schlampe. Ja, und ich glaube, er wurde sogar vor hier. Nö, also es wurde geklagt, aber sie hat verloren, beide. Weil sie eine Schlampe ist, oder? Das will ich nicht so einordnen, aber es war eine Reaktion auf einen Beitrag von ihr, als sie gesagt hat, dass die politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Da hat Ehring gesagt, da hat sie recht, die alte Nazi-Schlampe, wir müssen so reden dürfen, wie wir das wollen. Daraufhin hat das Gericht gesagt, es war halt eine satirische Reaktion auf ihr. Okay. So, deswegen hat er gewonnen. In meiner Erinnerung hat sie recht bekommen, aber kann auch sein, dass du das präsenter hast. Hat sie nicht. Das weiß ich. Und jedenfalls ist es jetzt so, dass die Leute halt ganz schwer in die Halle kamen. Gibt's auch ganz viele Videos gerade von Storch, wie sie so panisch irgendwie aus dem Zug aussteigt und so. Kann man natürlich bewerten, wie man das möchte, ne? Ist ganz schwierig. Und wenn sie panisch ist, ist sie ja Klapperstorch. Es hat geklappert, das stimmt. Und die große Diktatur, die gegen die AfD ist, sorgt dafür, dass der Parteitag stattfinden kann, holen sogar die PolitikerInnen teilweise ab vom Hotel mit dem Auto, dass die sicher zu ihrem Parteitag kommen. Böse Diktatur, die wir hier haben. Ich hätte noch einen Punkt gehabt, den ich sagen wollte, den ich gerade vergessen habe. Jedenfalls läuft der Parteitag gerade und es ist, genau, und das An für politische Schönheit, die auch neben Höckes Wohnhaus damals dieses Kunstprojekt hatten, wo sie das Holocaust-Denkmal nachgebaut haben in seiner Sichtweise, in seiner Sichtweite, haben dazu aufgerufen, mehr oder weniger, dass die Menschen, die an dem Tag da arbeiten sollen in der Halle, einfach krank sich melden sollen. Die sollen Servicekräfte krank melden, die sollen irgendwie Sachen umschütten aus Versehen, Strom ausschalten aus Versehen und so, rufen da quasi auf, den Parteitag zu sabotieren. Also soweit ich weiß, kam es nicht dazu, dass es krass Ausfälle gab. Zumindest gab es dahingehend noch keine Meldungen. Außer, dass halt Alice Weidel, da habe ich eine Rede gesehen, wie ihr Mikrofon krass übersteuert ist. Kann aber auch Zufall gewesen sein. Das passiert gerade in Essen. War das der Hitler-Filter? Ich auch gerade sagen, Hitlers Mikrofon war auch mal so leicht übersteuert. Ja. Ja. Leichtes. Wie bei Herr Newstime auch. Wenn man es noch in Schwarz-Weiß macht, das Video, wäre es witzig. Und wir dürfen gespannt sein, was passiert im Laufe des Tages. Jetzt ist Samstag gerade für euch, ist ein Transparent, Samstag 14.53 Uhr. Der Parteitag ist erst in wenigen Stunden zu Ende. Es gab auch schon erste Festnahmen von Menschen, die protestiert haben. Es läuft auch nicht nur friedlich ab, aber jedenfalls ist da gerade ganz großes Ding. Der Verkehr liegt lahm, Menschen sind genervt dort. Spannende Geschichte. Cool. Ja. Weißt du, was die neue Meta in Social Media Videos ist? Zwei Videos nebeneinander. Ne, übereinander kenne ich nur, dass da oben jemand spricht über irgendwelche juristischen Fakten und unten ist so ein GTA 5 Video, wie die so Rennen fahren. Ja, nee, das ist auch so, aber das ist nicht die neue Meta. Die müssen nebeneinander sein. So Knetvideos oder sowas auf der einen Seite und auf der anderen Seite redet jemand. Also das Gleiche, nur andersrum, oder? Ja, aber das ist die neue Meta. Ach so. Weil die Aufmerksamkeit, die wird dann richtig gekitzelt. Also quasi jetzt links und rechts von... Ja. Besonders dumm, weil dann halt oben unten schwarz wenig ist und du hast in der Mitte quasi ein quadratisches Video, was zwei Videos sind. Ist geil. Komisch. Vielleicht sollten wir Podcast-Meta durchspielen, zwei Podcasts parallel laufen lassen. Das ist gut. Weißt du, wir haben hier auf dem Sofa zwei Leute und auf der anderen Seite auch nochmal zwei Leute, die irgendwie über Fußball reden oder so. Leute, Folge 300, oder? Bis bald. Nee, 250. 250 ist bald, ja, sowas. Ja. Schreibt's mal in die drunter, Kommis, ob ihr Lust hättet auf einen Meta gleichzeitig Podcast für Aufmerksamkeitsspannungslose. Das kann man nicht eine Stunde durchziehen, Alter. Da stirbt man ja. Doch, locker. Da kann man mal so ein witziges 10-Minuten-Segment vielleicht machen, aber sonst verreckt man ja. Ich glaube schon, unsere KI-Ausgabe war sehr nervig. Aber hatte witzige Momente. Das stimmt. Was auch witzige Momente hatte, war ICQ. Das ist schon angesprochen. ICQ war einer der ersten, oder wenn nicht sogar der erste Online-Messenger, der kostenfrei war, wo man chatten konnte miteinander. Ist das nicht die Vorform von AOL gewesen damals? Nee, AOL hat es aufgebaut später. Doch, AOL. Ach so, ja, genau. Mhm. Okay, ja, finde ich gut. Ich weiß aber, dass AOL ICQ aufgekauft hat irgendwann. Und es war mein Einstieg ins Internet damals, ja. Also die haben angefangen 96, wurden gegründet. Es war noch sehr, sehr anders, als es dann später war, aber so fing die jedenfalls an. Und ich bin so ungefähr reingekommen 2001, 2003 so, habe ich meinen ersten Online-Zugang bekommen und da war ICQ mein Tor da rein quasi. Und ich war jeden Tag drin. Ich kam aus der Schule nach Hause, Rechner angeschmissen, ICQ angehauen, mit fremden Leuten gechattet. Da ging es immer, au, au. Meine Mama hat sich beschwert, dass ich mal den Ton ausmachen soll, wegen der ganzen Nachrichten und so. Man hat sich Daten hin und her geschickt und war in Chatgruppen drin, hat Spiele gespielt. Das war meine ganze
Online-Pubertät. Das ist bei mir auch komplett geschiftet, Alter. Ich bin so froh, dass mein Handy dauerhaft lautlos ist. Ich hatte das früher auch immer an, hab mich auch immer gefreut. Es war wieder, war wahrscheinlich so ein kleines Dopamin-Ding. Ah, du hast eine Nachricht. Mhm. Aber das ist komplett geschiftet, Alter. Also klar freue ich mich trotzdem, wenn ich irgendwie Nachrichten habe, aber das würde mir so auf den Sack gehen, jetzt permanent AO, AO. Hab ich nicht genervt damals. Ich hab's dann minimiert. Mich ja auch nicht, es geht um heute. Ach bist so. Du heute AO, AO? Eigentlich nicht. Ja. Aber ich hab's dann minimiert damals, war auf YouTube und nebenbei oder SchülerVZ und so und dann AO, ICQ aufmachen, gucken, wer geschrieben hat und gechattet. Ich habe da mit Leuten geschrieben, die ich danach nie wieder gesprochen habe, aber jeden Tag, es gab eine Melanie, da habe ich geschrieben. Und das ist geil, so, oder? Das war richtig cool, die war also, irgendwie 10 Jahre älter als ich, wir haben geschrieben miteinander jeden Tag über Schule. Die hat dich gegroomt, Alter, komm mal gleich zu Dr. Piss Respect. Findest du es gut, ja, dass da so nicht relevante Beziehungen entstanden sind? Das war cool, weil du hast dich ja, du wusstest ja irgendwie nur vielleicht, wie die aussehen, wenn du Bilder getauscht hast. Aber dadurch, dass die halt so anonym waren, hast du auch mit denen offen gesprochen. Klar habe ich meine Adresse nicht gezeigt oder irgendwie, was weiß ich, so Bankdaten. Aber ich habe da schon mal über meine ersten Verliebtsein mit der Melanie geschrieben und so weiter. Also die war echt so meine Online-BFF-Melanie. Und ich wusste gerne, du warst 11 und sie 21. Nee, ich war nicht also. Du warst nicht mal 11, wann? 2001 hast du gesagt, doch, Alter. Da war ich so 10, 11, habe ich angefangen. Und mit ihr habe ich auch so geschrieben, als sie dann so 13, 14 war, kam sie in mein Leben, Melanie. Und ich weiß nicht, wie es ihr heute geht. Keine Ahnung. Weißt du, bewerte das mal ganz kurz andersrum. Die 13-Jährige, die da mit Melanus redet, der jetzt 10, 11 Jahre älter ist. Du wurdest abused, Tino. Oder waren es auch nur 8 Jahre? Ja, jetzt kommt die Relativierung, ne? Naja, du wurdest missbraucht. Nein, es ging nie um sowas wie Sex. War immer nur so um... Ja, emotionaler Schule. Missbrauch. Ach, es war nicht... Die hieß nicht Melanie Lindemann, die war... Hättest du gesagt, Ehe, komm mal rum, da hätte die aber direkt... Dinge gemacht. Das kann sein. Trotzdem melde dich, Melanie. Jetzt bin ich ja 30, jetzt bin ich volljährig, melde dich, wir können mal wieder miteinander schreiben bei Instagram oder so. Ich würde gerne wissen, wie es dir, ob du noch lebst, weiß ich nicht. Aber das war auch ICQ dein Ding, Herodes. Das war ganz witzig. Wir haben viel Organisatorisches über SchülerVZ, glaube ich, damals noch gemacht. Oder vielleicht sogar Facebook. Ja, Facebook, glaube ich. Ja, Facebook. 2011. Und wenn es dann um so illegale Sachen ging, hast du immer gesagt, ja, lass mal lieber zu ICQ rüber switchen. Witzig. Ich weiß gar nicht warum, weil das die Polizei nicht trackt oder warum eigentlich? Also da kann ich mich nicht dran erinnern, aber witzige Anekdote, muss ich sagen. Ja, weil Illegales. Als hätten wir so viel Illegales gemacht, ich weiß von gar nichts. Ja, weiß ich nicht, Beispiel, ich weiß nicht, ob es so war, aber wenn wir sowas geplant haben, wie diese GTA-Feuerlöscher-Geschichte da. Ja. Das war nachdem ICQ ein Ding war, aber so, aber sowas... Da hättest du irgendwie, ja, lass mal lieber ein ICQ darüber schreiben, so, weil Facebook, Als wären die Bullen damals bei ICQ gewesen, also... Eben nicht. Die Bullen waren nur bei Facebook. Oder überhaupt, ja, gut. Ja, also witzig auf jeden Fall, ja. Ach, das war doch die Zeit, wo das komplette Polizeipräsidium da unten bei uns irgendwie einen USB-Eingang hatte. Das ist ja heute doch. Wie unsere Zeugenaussagen auf CD brennen sollten. Ja. Ne, wann war ich denn da? War das nicht Leon Mascher oder wann war ich das? Auf CD brennen, das ist nicht so lange her, da war ich da. Mit diesem einem USB-Port. Das ist doch eine Anekdote von mir. Was war denn das? War das Leon? Ich entsinne mich, dass das mal mit einem, also... Das mit dem Brennen, ja, kenne ich auch. Aber das mit dem einen USB-Port, das ist nicht so lange her. Ein paar Jahre. Ich hatte nochmal die Zeugenaussage, als es da um einen Schlag zum Zielmarkt ging, von diesem dicken Typen. Ah, ja, witzig, ja. Stimmt. Den haben wir bis nach Hause verfolgt, das war auch irgendwie so. Den hat er so getan, als ob er eine Waffe zieht. Ja. Das war so aus seinem Trenchcoat. Oh, war das dumm, Alter. Jedenfalls beerdigen wir ICQ. Mit 28 Jahren ist es geworden. Oh, ganz knapp an Dings vorbei hier. Clubs 27. Ja. Ja, ich glaube, den gibt's gar nicht. Okay. Der wird irgendwie die ganze Zeit verpasst. Wir haben noch eine Todesmeldung, bevor wir jetzt hier zu eurem Grooming-Thema kommen. Nämlich ist... es sind noch zwei Menschen gestorben. Einmal Shifty Shellshock. Nein! Von Shifty Crazy Shades Town. Of Shock Grey. Genau. Keine Ahnung, was das ist. Ja, von der Metal-Band Butterfly und Nu Metal Band haben die gemacht. Kenn ich nicht, Schmutz. Safe kennst du den Song. Hoffentlich ist gerade mein Freund nicht bei Spotify. Guck mal, was Spotify für eine Schmutzplattform ist. Ach, der Schmutz. Ja, der One-Hit-Wonder. Genau. Und hört doch keiner mehr heute. Und er ist gestorben in 49 Jahren. Man weiß noch nicht, woran der Shifty Shellshock gestorben ist, aber auf jeden Fall ist er tot mit 49. Eine Musiklegende, kommt in den Brennpunkt Nekrolog. Und letztes, den kannte ich aber nicht, das ist ein TikTok-Star, Ossi Ulle. Mhm. Der war 35 und auch dessen Todesursache ist nicht geklärt. Es hieß nur irgendwie eines natürlichen Todes, aber das finde ich mit 35 immer so... Leberversagen.
Also ja. Wer Ossi Ulle heißt, säuft. Ja. Das kann, weiß ich nicht, kann sein. Also Ossi Ulle klingt wie, oh ja, war gestern, ja, war schon in Erfurt gewesen, hab ich schon richtig Ossi Ulle weggeflankt, Alter. Oh. Wie jeder Ossi Ulle, beste Ulle, sag ich. Ja, oh, Alter. So was war's, wo er halt so TikToks gemacht, von wegen, wie er so mit irgendwelchen anderen Videos reagiert hat, so auf Ostdeutsch und so. Ich hab den nie gesehen vorher. Hatte so Tunnel und Tattoos und ich kann ihn nicht politisch nicht einordnen. Also er sah also auf den ersten Blick erstmal aus wie so ein. Das so ist ein ganz Dorf. Wichtig, dass wir diesen frisch gestorbenen Menschen jetzt erstmal politisch einordnen. Nee, aber ich dachte erst, weil er so aussah wie so ein Dorffascho, ist nicht böse gemeint, so sah er halt aus, ne? Wie sieht denn der aus mit Tattoos? Das ist ja? Nicht böse gemeint, aber so sieht er aus, Alter. Wenn ich das über irgendwie so eine queere Person sagen würde, würdest du vollkommen durchdrehen. Nee, aber Fascho ist ja etwas, was man sich aussucht. Ja, aber der ist ja vielleicht einfach keiner. Nee, ist er ja auch nicht. Er sah ja aus wie einer auf den ersten Blick, aber ich kann ihn halt nicht. So sieht er halt aus. Tunneln, also ich würde von einer Person, so einer Person weglaufen. So. So, und ich würde mit so einer Person an der Eurobar an der Kirmse mir hier Wodka O holen. Ich nicht. So, jetzt kommt aber Tunnel, der Twist. Nazis haben jetzt Tunnel. Natürlich haben die Tunnel. Höcke? Der nicht, sie ja nicht mehr, solche parlamentarischen Nazis. Ich meine jetzt solche Dorf. Ich meine, ich habe Erfahrung mit Faschos, die mich irgendwie verfolgt haben und die mir Stress machen wollten. Die sahen halt hatten alle Tunnel. Nee, sahen halt so aus. Doch, da hatten Tunnel, Hals-Tattoos und so, Klatze oder solche Scheitel, die sahen schon so aus. Die Klatze, ja. als Beispiel. So. Ich will dich jetzt hier gar nicht kritisieren, aber ich will dich hier gerade mal kritisieren. Das darfst du gerne machen. Du hast einen Bias. Ich habe einen Bias, keine Frage. Ich weiß auch, wie die Faschos aussahen, die mich halt belästigt haben. So sahen die aus. Jetzt kommt aber der Twist. Auch in meiner Bubble haben Leute getrauert über ihn. Er ist offenbar kein Fascho und ich habe mich geirrt und meine Biases waren völlig falsch. Sind zu hinterfragen. Das werde ich alles noch nachgeholt. Das war halt mein erster Eindruck, aber er ist offenbar jemand, der halt in vielen Bubbles oder in der Allgemeinheit bekannt war und beliebt war und eben kein Fascho war. So. Das war der große Twist, der ist gestorben mit 35, deswegen rest in peace, ich hätte ihn aber nicht gekannt. Ja, schade, dass er kein Fascho war, sonst wäre es zu Recht gewesen, dass er tot ist. Ne? Kein Kommentar. Eieiei. Das ist der Brennpunkt-Nekrolog. Ja, also hier, TikTok-Nachrichten habe ich extra nicht mit reingeschrieben, über TikTok ging so ein Mach erstmal. Willst du nochmal über einen Ossi Ulle? Nee, ich wollte den Nekrolog eigentlich erweitern. Ach so, Nekrolog, die Auseinandersetzung mit Satire, die kommt da rein, die stirbt nämlich. Das stimmt. Über TikTok wurde veröffentlicht, dass irgendeine spanische Kirche in Mexiko, ich glaube, 100 Euro oder 100 Dollar pro Quadratmeter Himmel anbietet. Also man konnte quasi den Himmel kaufen. Mhm. Aber das scheint wohl. Was ist denn da die Grenze? Also die haben irgendwie scheinbar Geld gekriegt, aber es ist halt wohl eine satirische Ach so, Kirche. Okay. Hm. So. Und war Ach ein so. Großes Ding. Okay, und wenn man das liest, ja. Kirche verkauft Himmel, ist das natürlich witzig. Das ist witzig, das stimmt. Ja. Das sind wie diese Doktorwürden so aus kirchlichen Gemeinden in den USA. Ja, und das ist halt durch das Newsmagazin TikTok witzig. Verbreitet worden. Was ist hier gestorben, Nekrolog? Warte mal, war es das? Ja. Du hast ja gesagt, die Auseinandersetzung mit Satire ist tot, aber offenbar ja nicht. Okay, warum nicht? Na, weil die Kirche durfte das doch dann machen. Ja, aber die Leute verstehen es nicht. Achso, und kaufen sich dann einfach Himmel. Und bestehen dann drauf. Wer es gekauft hat, weiß ich nicht. Ist Himmel Bauland? Ja, Alex Bauland. Aber wem gehört das, ist die Frage, der Himmel, ne? Könnte nicht uns allen? Nein. Nee, den gehört dieser Kirche. Das ist leider auch. Irgendjemand hat gesagt, irgendein Priester meinte, 2017 hatte ich eine Vision von Gott und ich darf das jetzt verkaufen. In Erfurt hat es explodiert. Ah, stimmt, Alter. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr reingenommen. Das macht die Woche zu der 10. Stimmt, Alter. In Erfurt wurde einer mit der Schuldfinger erschossen, Alter. Habe ich auch gelesen. Der Typ, Alter. Können wir die abspielen? Weiß ich nicht. Lieber nicht wahrscheinlich. Dann spiele ich sie ab. Du kannst ja abspielen und nachreden einfach. Wie soll das gehen? Naja, du machst sie leise ans Ohr und redst, na, wollen wir es gleichzeitig machen? Ich war auch noch willkommen. Aber jetzt kriegen wir gleich wieder, was ist passiert? Ja, es gab Schießerei in Erfurt. Ja, keiner weiß warum, aber irgendwie wurde uns eine Spramo zugetragen von einem Zeugen. Mhm. So, ich lese den Zeugen schon. Nee, Kalle ist nicht der Zeuge. Ach so. Machst du den Move jetzt eigentlich? Warte doch mal, ich muss erst mal raussuchen. Hm. No. Wo ist er denn? Hier, Audio von einer Person. Du kannst auch hochpitchen dann in der Postproduktion. Nee, das geht unter Briefgeheimnis. Du musst leise machen und ans Ohr ran. Ja, ich probier's doch. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, warte mal kurz, wie geht das nicht?
Ja, keine Ahnung, was der hatte. Warte mal kurz. Soll ich? Nee, ich krieg das. Das muss auch so wie so ein Hurensohn ans Ohr. Aber ist aber ganz, ganz leise und dann. Ja, und dann so schräg ans Ohr. Keine Ahnung, was der hatte. Es gab einen Knall. Ich muss stehen. Nee. Ja, das krieg ich hin. Da sagte, komm her, ja, was für dich. Ich muss ja einen Schrei gegeben haben. Der hat hier vorne rumgeschrien, der eine. Hat sie gesagt, komm her, ich hab was für dich. Da gab es einen Knall. Und da hat die Tussi angerufen, hat gesagt, Krankenwagen, alles hier. Mein Freund wurde angeschossen, der verblutet, hat keinen Puls mehr. Was ist Theater hier? Da kamen die alle, übelste Festtagsbeleuchtung, Alter. Hier kamst du die ganze Straße, kommst nicht mehr rein, kannst nicht mehr raus. Das ist passiert. Alter, Wahnsinn. Das war richtig Action, Alter. Und da kamen hier noch hier Schafe rein, hier. Abgesperrt hier, kamst nicht raus. Ho! Der soll angeblich noch rumlaufen, bewaffnet sein. Vor allem, er hat nicht mit normalen Klauen geschossen, da war Schrotflinte. Der Typ, der geht ab, Alter. Ja, achso, das Spiel von vorne wieder. Okay. So ungefähr. Ja, so also Strong, das war die Sprachnachricht. Also danke fürs Weiterleiten. Auch in Erfurt hat es mal explodiert. Ja. Und auch die Person, die dann von der Schrotflinte erschossen wurde, keiner weiß warum. Fuck, ne? Ja. Kann jedem mal passieren. Eieiei. Dass die ganze Sache ziemlich pikant macht. Ja. Also Erfurt ist auf jeden Fall ein heißes Pflaster. Ja. Yeah. Und ich habe auch gelesen, dass der mutmaßliche Täter wohl auch gefasst worden ist. Jetzt? Und? Warum hat er das gemacht? Also gestern noch nicht. Ein Grund wurde noch nicht kommuniziert, soweit ich weiß. Erfurt, Schuss. Mal gucken, was rauskommt bei News. Ja, also wie dem auch sei, während Tino recherchiert, zum Schuss gekommen ist ein großer Streamer, Dr. Disrespect, nicht. Aber er hat Sexting betrieben mit einer 17-Jährigen, passenderweise im Jahr 2017. Das kam jetzt raus durch Mitarbeiter, die von Twitch aus die Flüsternachrichten gelesen haben. Also hätte er mal lieber auf ICQ geschrieben mit ihr. Mhm. Und ja, das wurde natürlich jetzt ein Riesenthema, weil das einer der größten Streamer aller Zeiten ist und war. Der zieht sich jetzt erstmal zurück, hat ein langes Statement abgegeben. Nimmt jetzt Therapie. Nee, er sagt halt eher so, da ist nichts Schlimmes passiert. Und ich muss auch sagen, das ist halt auch so, wenn man da nicht irgendwie wieder ein bisschen abstufen kann, da ist halt einfach die Debatte tot. Weil der wurde dann gleich mit Epstein verglichen von allen Seiten. Wow. Weil in Amerika ist es eh ein bisschen, weil es gibt ja Statutory Rape, wenn du 17 bist und nicht consenten kannst, bei denen so, dann ist das direkt auch Vergewaltigung sozusagen. Mhm. Ist ein bisschen was anderes, aber basically das Gleiche. Und also Sexting, ohne Dickpics auch, also einfach nur so, na, Wörter. Mhm. Mit einer 17-Jährigen vergleichen mit dem Typ, der eine Insel hatte, wo irgendwie industriell Kleinkinder durchgejagt wurden. So, das ist vielleicht ein bisschen over the top. Minimal. Aber ja, der ist auf jeden Fall da. Also, was ganz witzig ist, der hatte das quasi so ein Statement geschrieben, hatte da geschrieben, dass er mit einem Minor getextet hatte, hat das dann rausgeeditet. Aber ich glaube, das gab es früher noch nicht. Seit der Elon-Übernahme kann man Tweets bearbeiten. Aber du siehst den Bearbeitungsverlauf und dann sieht man halt, dass er genau das Gleiche ist, nur meiner hat er rausgenommen, dass er quasi das noch ein bisschen runterspielt und sagt, oder das offen lässt, welches Alter die vielleicht war. Und das haben Leute natürlich rausgefunden und hat das wieder reingemacht. Schwierig. Also sehr mimisch, der hat halt quasi, der spielt so einen Charakter mit so einem Fake-Schnauzbart und eine fette Sonnenbrille und er hat so ein bisschen dieses Statement als dieser Charakter geschrieben. Das ist so ein bisschen Panne. Okay. So. Aber das ganze Vorgehen finde ich auf der Schlimmheitsskala jetzt eher so 1 von 10. Ja, 1 von 10 vielleicht nicht. Was wäre denn 1 von 10? Ja, 1 von 10 ist bei Rot über die Straße gehen. Achso, und ich meine hinsichtlich des Anbandels mit Jüngeren. Achso, ja, okay. Also, wie heißt der? Ich glaube, den kenne ich. Dr. Disrespect. Aber der Name ist ja jetzt quasi frei, deswegen werde ich mich jetzt als Dr. Pissrespect umbenennen. Genau, ist der mit der Schnauze und der Sonnenbrille und so, ne? Wie ich gerade eben sagte, nee, als du sagen, hier Erfurt-Recherche betrieben hast. Genau, deswegen hast du nicht richtig gehört. Ja. Genau, aber ja gut, wenn du so willst, ja, da ich glaube auch, dass sie von sich aus, glaube ich, gar nichts geschrieben hat, oder das weiß ich gerade nicht, als sie sich nicht beschwert hat, weißt du? Aber es gab damals 2017 einen Bann von ihm auf Twitch und man wusste halt jetzt quasi 7 Jahre lang nicht warum und das ist jetzt rausgekommen und es ist auch zu diesem Bann gekommen, weil halt Twitch selber die Nachrichten gelesen hat
und nicht explizit, weil sie das irgendwie gemeldet hat. Kann sein, dass sie es trotzdem gemacht hat, aber Twitch hat halt damals schon die Nachrichten gelesen. DDR 2.0. Ja. Okay, aber gut zu wissen. Da mache ich jetzt kein Sexting auf Twitch mehr. Ja. Das wäre gut. Mit. Naja, das Ding ist halt, in Amiland ist es schon nicht legal. So. In Deutschland wäre das halt nicht cool, sage ich mal, aber jetzt nicht gesetzlich relevant. Wir haben ja den Vergleichsfall gerade. Ja. Wir haben Montana Black, der ja mit einer zusammen ist, die 18 ist, aber da lief wohl schon was, seit sie 17 ist. Das ist auch so ein offenes Geheimnis. Und das ist hier halt, also gut, Montana Black hat einfach den Ruf, dass er eh immer nur moralisch komische Sachen macht, sage ich mal. Aber da sieht man so ein bisschen den Unterschied, dass das da ein Riesenthema ist und hier eher nicht so. Okay. Ist die wenigstens Boah Memo Feels Like Heaven? Ja, also bestimmt, ich keine Ahnung. Okay. Also bestimmt Frau, wo Brett ist. Jugendliche, wo Brett ist. Na gut. Tino schon wieder hilflos hin und her am Gucken. Wo bin ich hier gelandet? Was ist ein Brett? Ich weiß es nicht. Ja. So, hast du jetzt mal Erfurt recherchiert? Ja, der wurde gefasst, aber man weiß noch nicht offiziell, was der Grund ist, wurde nicht kommuniziert. Hast du was zu der Schrotflinte gefunden? Weil ich call a Bullshit, der hatte keine Schrotflinte, sagt. Habe ich es nicht gelesen. Weil aber der Typ hier, unser Augenzeugenbericht, der weiß einfach nicht, wie eine Schrotflinte klingt und es war halt ein normaler Schuss und es klingt halt sehr laut. Aber die Freundin des Opfers hat den Täter wiedererkannt quasi und er wurde festgenommen. Ach, wild. Er wird dem Haftrichter vorgeführt, wie es so schön heißt. Aber war das denn so richtig Klischee? Ich frag dich hier, du weißt es eh nicht, aber dass sie dann so aufgereiht wurden, so 5, 6 Leute, und dann wird die Freundin da so hingeschickt und dann muss er auf einen zeigen. Alle müssen da ein Backstreet Boys Ding. Nee, alle müssen einmal kurz den Schrotflinte durchladen. Ach so. Und dann gucken. Ja. So kleine Schrotflinte durchladen. Aber ja, ich habe gerade mit der Hand Bewegung gemacht, liebe Zuhörer. Tut mir leid. Ja, Mist. Ja, gut, Erfurt. Spaß. Ist schön. Wir können lokal bleiben. Auch schön ist die Vita Cola. Oh, das ist auch ein herodes Thema. Ja, ich kenne echt viele Menschen, das höre ich ganz, ganz oft, dass Menschen sich ein paar Vita Cola mitnehmen, wenn sie rüber am Westen machen. Dumm. Weil es ja da nicht gibt oder nur ganz selten gibt. Und zwar hat die Firma Nestlé, die ich fälschlicherweise mal als Nestlé bezeichnet habe mein Leben lang. Oh, das ist also, wenn man so eine asoziale Drecksfirma falsch ausspricht. Oh nein. Aber er hat doch in der Werbung damals selber als Nestlé bezeichnet. Weiß ich nicht. Ich habe immer. Haben ganz viel korrigiert, dass es Nestlé heißt, wegen des E's da, diesem Strich über dem E. Ja, das ist natürlich gut, dass sie das beschützen. Ja. Ja. Jedenfalls wollten die ein alkoholfreies Getränk verkaufen, das heißt Vitaliv. Und da hat Vita Cola gesagt, wir sind die einzigen, die ja Vita-Getränke verkaufen dürfen, zogen vor Gericht und gewannen gegen den riesigen Konzern Nestlé. Alter, das ist schon immer so ein gallisches Dorf hier. David gegen Goliath. Die Vita Cola. Schon damals im Wirtschaftsunterricht wurde uns gezeigt, es gab damals, glaube ich, 3 Regionen weltweit, wo Coca-Cola nicht der Marktführer der Limonaden war. Und Thüringen war einer davon. Und das ist natürlich auch ein Herzensding. Ne? Da ist man dann natürlich dafür. Ne? Ist auch die beste, muss man sagen. Teil der thüringischen Identität ist diese Cola. Also bei diesem Kreiswichs muss ich mal dagegen halten und sagen, das ist Putzmittel, widerlich, ekelhaftbar. Ich schmecke nicht allen, aber im Endeffekt verbindet sie alle. Sollte allen schmecken, ist meine Meinung. Das ist okay. Ich bin von der Cola-Diktatur. Ja. Monokultur. Okay. Nach der Kohl-Diktatur jetzt die Cola-Diktatur. Warum nicht? Mhm. Finde ich nicht schlecht. Es gibt eine Cola, die besser schmeckt, aber die will ich nicht supporten, weil die eine scheiß Marke ist. Okay, welche? Die Vita Leaf von Nestlé. Ich probiert. Nee, es ist. Was ist denn eigentlich mit der Vitali-Cola? Einfach. Vitali Klitschko. Ne, dass der irgendwie mal. So, ja. an der Frontline. Hättest du auch Vladimir nennen können, Vladimir Cola. Hm. Und nicht wieder die Cola. Ja. Ich glaube, da hätte niemand was dagegen. Es hatte aber jemand was dagegen, dass Annie the Duck schon wieder zurück ist und gestreamt hat. Das will ich nur mal in der Randnotiz erwähnen. Ich war jetzt auch Ewigkeiten weg, also online gesehen war wir Ewigkeiten weg. Also, sie hat auch den Stream begonnen mit: Ja, das Leben muss ja irgendwie weitergehen und mir ist langweilig. Ja, toll. Ja, und es gab auch nicht so die Einsicht. Sie hat gesagt, sie hat keine Fehler gemacht und. Was für mich rausgestochen hat, war, wenn einem Freund von ihr die Kopfhörer kaputt gehen, fühlt sie in sich das Verlangen, dem neue Kopfhörer zu kaufen. Mhm. Cool. Also komplett irgendwie ist nichts falsch gewesen und jetzt kommt sie wieder und stellt sich als Mutter Teresa da. Aber sie macht wohl Therapie jetzt die Woche. Ah, wer macht nicht alles Therapie? Ja. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil ich es ganz witzig fand. Das Letzte, was ich ja ganz groß habe, Herodes hat mir was geschickt. Griechenland. Besatzung von Luxusjacht soll Waldbrand auf Hydra verursacht haben. War das die Woche? Und der einzige Pinienwald ist abgebrannt. Das war so eine News, die habe ich gelesen, dachte ich, das ist doch was für Robin. Mhm. Irgendwelche Reichen bauen übelste Scheiße und verpissen sich dann. Ja. Und komplette Bevölkerung muss leiden. Das ist genau eine Allegorie auf den Planeten und die Klimakrise.
Ich wusste, ich renne damit bei dir offene Anusse ein. Robin Thunberg. Offene Adern ein. Ja. Ja, Pinienwald ist abgebrannt, einziger auf der ganzen Insel. Das ist scheiße. Kannst du jetzt bitte mal die Eichen essen, oder? Ich bin dabei, ich arbeite ja dran. Würde ich auch meinen Veganismus aufgeben, um reiche zu essen. Ja, was vergessen wurde noch zu erwähnen, die haben halt ein Feuerwerk gemacht auf dieser Luxusjagd. Aber man muss dazu sagen, ja. Sie sollten das nicht machen, aber denen war langweilig. Das stimmt. Muss man mit einberechnen, ne? So, und das finde ich auch okay, wenn man ein Feuerwerk macht, ja. Wo in einem absolut trockenen Waldschutzgebiet geblieben. Also, ja. Tut mir ein bisschen leid für die, dass die jetzt hier Ärger bekommen. Und die wollten noch extra CO2 kompensieren mit ihrem Geld. Ja, das wäre quasi emissionsfrei gewesen. Mhm. Ja. De facto. Einfach. Und jetzt trotzdem falsch. Ja. Kannst es nicht richtig machen. Auch was auch nicht richtig gemacht wird, ist nämlich der Begriff von Public Viewing zu benutzen. Habe ich als Fun Fact heute gelesen beim BR. Nämlich Public Viewing ist ja bei uns, wenn Menschen zusammen Fußball gucken in der Öffentlichkeit. Aber im Amerikanischen heißt das wohl, es ist die Ausstellung eines aufgebahrten Leichnams. Mhm. Finde ich ganz witzig, wenn dann die Amerikaner in Deutschland Urlaub machen und sehen dann ein Public Viewing am Donnerstag vom Atrium, dann denken dann die... Dann sind die aber auch grenzdebil, wenn die Zusammenhänge nicht sehen. Also ganz ehrlich, wir machen Public Viewing Deutschland gegen Dänemark und dann denken die, dass die tot sind. Weil die Toten werden ausgestellt, es ist ein Krieg. Opa Deutschland und Oma Dänemark sind gestorben. Ja. Ja, rotzen hol die aus. Ja, oder Kindershooting war auch mal am Atrium so als Plakat und dann hatte ich zufällig jemanden zu Gast. Das verstehen die Amis auch nicht. Die denken dann direkt, ich muss die AK greifen. Ich hatte an dem Tag oder in der Woche eine Gast aus Neuseeland, ein Bekannter von mir, und er hat gemeint, irgendwie als Native English Speaker, und er meinte, dass er verwirrt war, als er aus Ferne gelesen hat, Kindershooting, what the fuck. Aber ein Fotoshooting ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches für Englisch Natives. Nee, aber er meinte irgendwie, sie sagen schon eher Shoot, und Kindershooting klingt irgendwie ein bisschen nach Kinderschießerei. Okay. Hat er mir erzählt, dass er sich gewundert hat. Aber wusste auch, was gemeint ist. Schön. Mit dem Plakat. Schade, dann ist er doch nicht hingegangen. Ja, nee, war nicht. Vielleicht nochmal zum Schluss so ein Anti-Nekrolog-Ding. Es wurde jemand geboren. Gestern hat angefangen der 100-Tage-Countdown zum 100-Jährigen von Jimmy Carter, ein Ex-Präsident. Und das sage ich auch nur, um nochmal zu erwähnen, dass Bill Clinton vor 30 Jahren Präsident war. Mhm. Und der ist immer noch jünger als Trump und Biden. Und der bleibt jünger als der Trump. Der bleibt doch jünger, aber ne? Nur mal als Relation. Der bleibt doch jünger, wenn er 5000 Jahre lang nicht Präsident mehr der war. Der ist trotzdem jünger als die beiden, die jetzt gerade antreten. Hm. Das ist heftig. Nur mal als Relation. Ja. Haben wir noch einen Nekrolog vergessen? Und zwar, wir waren noch alle früher WWE-Fans als Teenager. Ja, nein. Also, hab ich nicht mal geschaut im Fernsehen? Nein, das ist WWE war immer Schmutz, WCW war das Geile. Ach so, dann ist das nicht so. Das war die ganze Optik. WCW war immer so cool und düster, und WWE, da waren diese Leute in ihren Schlüppis, die da irgendwie hell beleuchtet rumgesprungen sind. Habe ich als Kind ähnlich gesehen. Ich fand als Kind auch WCW cooler, bin dann irgendwann zu WWE gewechselt. Jedenfalls. Ja, was du beschreibst, ist CSD. Ah ja. Stimmt. Stimmt, das recht. Ja. Jedenfalls ist der Kommentator Günther Zapf gestorben, den ich als Kind. Zapfenstreich. Genau, Zapfenstreich für Günther Zapf. Finde ich sehr sad. Es war eine Stimme meiner Kindheit, ist gestorben. Auch für die auch als Kind oder als Kinder WWE geschaut haben oder WWF damals noch, Günter Zapf ist tot. Sad. Ups. Oh, Günter Zapf. Ja, also. Der Zapf, der hat schon schön gesprochen damals und jetzt ist er weg. Bestimmt. Ja. Da hat der Tod wieder etwas verzapft. Ja. Sad. Gut, was geht bei der Woche? 10. Es ist schon krass, damit Julian Assange ist freigesprochen worden. Das ja nicht, aber er ist frei. Bei der Präsidentschaftswahl wurde nicht freigesprochen, sondern genuschelt. Ja, sehr stark sogar. In Erfurt hat explodiert. ICQ ist abgeschaltet worden. Das war eine Instanz, doch. Ja, vor 30 Jahren. Ja, nee, das kann gar nicht sein. Clinton eine Instanz. Ja. Ich war 30 Jahre, da bin ich geboren worden. Tino, wir müssen da jetzt nicht die Kabeln irgendwie faktisch auseinandernehmen. Das sind stilistische, verbale Mittel. Ja, deshalb 10. Nee. Mit 10 nicht ganz, aber also fast. Also bei einer 8 gehe ich mit. Was? Was denn? Denkst du, Erfurt, die Zuhörer, die nicht aus Erfurt sind, denkst du, die interessiert das, dass da jemand mit einer Spielzeugschrotflinte geschossen hat? Mir war bewusst, dass Julian Assange ausgeliefert wird. Hm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das nochmal gut ausgeht. Gut, 8,5. Nein. Was? 10. Na, das auf keinen Fall. Ein Vorschlag, 8,9. Nein. Das ist fast eine 9. Also bei einer 9 gehe ich gerade so auch noch mit, da lass mich brechen. Dann nehmen wir die 9. Dann die 9, gut. Dann nehmen wir die 9. Gehe ich mit 10. 9. Auf keinen Fall. Was hätte passieren müssen für eine 9,5 oder was?
Naja, irgendwie hier mal Bomben fallen lassen oder so. Was soll schlimme Sachen passieren? Hier, wenn gute Sachen passieren, gibt es keine gute Wertung. Nö, das ist ja öde. Es gab einen schönen CSD, den waren wir letzte Woche. Das hätte auch eine 10 sein können. Ah, komm, mach mal 8. Okay. Also, für Leute, die es tracken, 8. Nein! Oh, Mann! 9. Okay, 8,5. Du hast gesagt, nein, das war ja schnell noch. Du hast gesagt, mit der 9 gehst du mit, deshalb wird es jetzt eine 9. Also hinten kommt kein Ton an, du musst vorne ins Mikrofon sprechen. Für so? Ja. Eine 9. Ich gebe meinen Slot an Herr Rodes ab für den Song. Ja. Ich muss nämlich mal gucken, Songs. Weil der macht ja am Mikrofon rum, ob das jetzt hier noch aufnimmt. Wir können ja auch einfach 3 Songs reinmachen, ist doch voll okay. Ist zu viel. So, läuft noch. Also ich wünsche mir den Song Mors Mordre. Wer ihn jetzt vom Namen her nicht kennt. Galvanized Steel. Von Crazy Donkey? Ja. Wer den jetzt vom Namen her nicht kennt, dann muss ihn sich nur anhören und er wird ihn kennen. Ja? Es hat immer, ich dachte, du sagst jetzt, aber es hat... Ich dachte, du willst doch noch weiter reden. Es hat im Entferntesten mit gehärtetem Stahl zu tun. Hör gleich mal rein zu Hause, vielleicht, also auf dem Weg nach Hause. Ja. Ich mache von als Family Guy Soundtrack, den ich gerade wieder für mich entdeckt habe, You and I Are So Awfully Different. Ein Duett von Stewie und Brian und ich liebe diesen Song, den höre ich jeden Morgen beim Duschen. Als ersten Track, danach mache ich immer Shuffle. Per Family Guy Soundtrack, richtig geil. Ich halt dagegen mit euren schmutzigen modernen Liedern mit Bronski Beat und Small Town Boy, was ein absoluter 80s Classic ist. Small und wir Town haben das Boy. Hier nicht thematisiert, aber so die letzten Wochen und Monate war das auch ein Trend. Natürlich auch auf TikTok, aber auch auf anderen Plattformen, nämlich wie hat dein Vater damals zu diesem Song gedanced und die tanzen dann halt so leger, sag ich mal. Ah. Das ist toll. Banger Song. Also Family Guy, Crazy Donkey und Bronski Beat in der Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Könnt ihr gerne suchen. Wir haben schon 43 Saves. Ja, wie viele haben wir jetzt mal die 100 Bewertungen geknackt? Hallo? Ich guck mal. Brenn.internet. Wie viele haben wir? 96 immer noch. 96, Leute. 96, 5 Sterne. Wir brauchen noch 4. Das ist jetzt ganz wichtig. Der Hot-Button schlägt gleich zu. Wir brauchen 100 Bewertungen auf Spotify. Butze. Das hat noch kein Podcast geschafft. Wer bis hierhin hört, der hat so viel Durchhaltevermögen, der macht das. Wir gehen jetzt schön auf Spotify und machen 105 Sterne-Bewertungen. Das ist der Wahnsinn. Das hat keiner geschafft bisher. Weiß ich nicht, aber also so eine glatte 5-0 zu schaffen bei 100 Bewertungen wäre schon sick, oder? Viel. Ach du Fick. Und was, also ich will jetzt niemanden Floh ins Ohr setzen, aber was ist, wenn sich dann der Nostra-Troll wieder denken? Ja, aber die Nostra-Trolls hören halt nicht so einen Podcast bis hier hinten. Das sind jetzt nur nette Leute. Das ist nur noch die Creme de la Creme. Ja. Gut, dann ist jetzt ja auch Musik laut. Ja, ich höre Spotify. Ja, Spotify. Gut, mach's deutlich. Vielen Dank, dass ihr da in der Wohnung seid.